Raumenergie oder Zeitenergie? Es geht hier sicher nicht darum, welcher dieser beiden Begriffe nun der bessere oder der stärkere ist. Wir leben in einer subpaluminal verschränkten fraktal-holographischen Welt feinstofflicher Natur. Und diese Form von Feinstofflichkeit, die wurde immer schon intuitiv von Leuten, die sie zum Teil auch sehen konnten, formuliert als Vis Vitalis, als Veda, als Qi und Psi in China. Raumartige Materie, Buddhismus, alles ist aus dieser raumartigen Materie aufgebaut. In Russland nennt man das Bioplasma, bei der Radiästhesie Erdstrahlung, Radiations bei Tesla oder Biophotonen bei Pop. Zeitenergie ist nun also ein weiterer Name für jene unbekannte, universelle, schöpferische, heilende Energie, welche physikalisches und biologisches Geschehen maßgeblich steuert und beeinflusst. Wenn dann alles nach dem Teilbarkeitsaufbauverhalten der natürlichen Zahlen erfolgt, dann müssten ja alle Embryonen sich gleichartig entwickeln. Und vielleicht sind Sie überrascht, wenn ich Ihnen sage, dass das in der Tat so ist. Wir leben eigentlich alle schon im Himmel. Wir haben es bloß noch nicht bemerkt. Und das Analogon bei Kosirev wäre, wir leben alle in einer Welt nicht enden wollende Energie. Wir müssen bloß noch lernen, sie zu gewinnen, und wir müssen vor allen Dingen lernen, es wert zu sein, sie zu gewinnen. Vor Jahren habe ich eben schon gehört, dass Kosirev in der Lage war, die wahre Position der Sonne zu bestimmen oder eben auch von Sternen. Also da, wo die Sonne eigentlich schon ist, 8 Minuten voraus. Und das hat mich fasziniert, wie das gehen soll. Und ist das eine neue Kraft, eine neue Energie? Was hat er da entdeckt? In der klassischen Physik sollte es so sein, dass der Beobachter nicht auf das Experiment einwirkt. Demgegenüber haben die Experimente der Quantenphysik ja gezeigt, dass der Beobachter eigentlich nicht wegzudenken ist aus der experimentellen Situation. In dem Moment, wo der Rotor fast zum Stehen kommt, beginnt er sich erstaunlicherweise nochmal aufzuschaukeln, ohne dass jetzt da irgendwie noch Strom reinfließt. Jetzt steht es und jetzt plötzlich fängt es an zu schwingen, wie verrückt. Und das dauert vielleicht noch 10, 20 Sekunden und dann stabilisiert sich's. Es zeigt eigentlich und es bestätigt, dass das, was viele von Ihnen, wir in den letzten Jahren immer wieder mal gesehen haben bei Erfindern, die behaupten, sie haben etwas gebaut, was funktioniert, was nicht erklärbar ist, im Lichte der neuen verschiedenen Theorien über Energie, Information, Raum und Zeit möglicherweise durchaus interpretierbar ist.